Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Tag 8 des Adventskalenders. Heute fange ich an mit dem 3-Fragezeichen Adventskalender und heute zeige ich euch das Rätsel mal nur zur Hälfte und dann werde ich hier hinten vorlesen, ohne euch das Bild zu zeigen. Konzentriert verglichen sie die Fingerabdrücke. Schließlich war Justus sich sicher. Das auf dem Glasfeld ist eindeutig mein Abdruck. Dieser Trevino muss meinen Abdruck von dem Metallstück haben. Ich habe es vorhin auf dem Schrottplatz angefasst. Kaum hatte Justus seinen Finger auf den Sensor gelegt, öffnete sich mit einem leisen Zischen die Tür. Etwas unsicher betraten sie die Halle. Peter staunte nicht schlecht. Das sieht aus wie in einem wissenschaftlichen Labor. Schaut euch mal die vielen Geräte an. Eine weitere Tür öffnete sich und Bernhard Trevino kam auf sie zu. »Ich habe mir schon gedacht, dass ihr kommt«, begrüßte er sie freundlich. »Ich ahnte, dass ihr neugierige Jungs seid. Wie ich heiße, wisst ihr ja jetzt. Ich bin Forscher im Bereich der Grenzwissenschaften. Bob hatte eine ungefähre Ahnung davon. Also dieses ganze UFO-Zeug und so.« Der Mann lächelte. »Das ist vielleicht etwas einfach ausgedrückt, aber im Kern richtig.« Dass diese Wissenschaft so wenig ernst genommen wird, liegt an den Witzbolden, die damit Schabernack treiben. Wow, hier ist das Bild zu dem heutigen Rätsel. Seht zum Beispiel diesen vermeintlichen Außerirdischen. Die 3 Fragezeichen erschraken, als der Mann mit einem Ruck die Decke von einem Tisch zog. Lag da etwa ein Alien? Und die Aufgabe lautet heute: Handelt es sich hier wirklich um einen Alien? Ein Detail verrät, dass es eine Fälschung ist. Welches ist das? Oh je, und jetzt soll man anhand dieses Bild erkennen, warum es kein Außerirdischer ist. Und ich erkenne es auch sofort. Und zwar, ich zeige es euch nochmal von ganz nahem. Und dann erkennt man, dass dieser Außerirdische zum Beispiel hier, aber auch an anderen Stellen, am Hals, glaube ich, war es auch nochmal, sind Schriftdinger und da steht Made in China oder so. Was steht da genau? Ich versuche es mal zu entziffern. Genau, hier unten, da sieht man es ganz deutlich, da steht, Made in Hongkong. Ja, und ich suche hier, wo hier steht, Made in Hongkong. Und hier steht nicht Made in Hongkong, aber hier steht, es wurde in China hergestellt. Ja, und dann suche ich mal auf dem Kalender das Bild. Und das Bild von dieser Eidechse befindet sich hier. Hat sie sich versteckt, die kleine Eidechse. Und das bedeutet, dass wir heute dieses Kästchen hier öffnen dürfen. Und das mache ich auch gleich mal. Und was finden wir hier? Ah, okay, hier sind so kleine Kärtchen, die man so abreißen kann. Ja, und ach schade, es sind nur 6 und nicht 9. Sonst hätte ich eine Idee, ganz spontan zu einem Pocketletter dazu. Ja, ist eine ganz süße Idee, werde ich mir auf jeden Fall an die Seite tun. Und das war auch schon der Adventskalender von den 3 Fragezeichen für heute. Und ich komme zum IKEA-Adventskalender. Und das Türchen Nummer 8 befindet sich hier ganz oben in der Ecke. Und ich öffne einmal. Und hier ist ein Bild zum Scannen und mehr entdecken. Und das mache ich natürlich wieder. Okay.
hier haben wir also wieder ein Video gehabt. Und die Schokolade, oh, die sieht aber auch lecker aus. Wieder, sieht wieder ein bisschen aus wie ein Negerkuss. Mit so ganz schön verschnörkelt. Sehr schön. Ja, und natürlich komme ich auch wieder zum Adventskalender von meiner lieben Miss Fruchteis. Und heute habe ich ein weißes Ferrero-Küsschen drin und besser geht's nicht. Das ist meine absolute Lieblingsschoki. Vielen Dank, Süße. Natürlich öffne ich auch wieder den Hinweis, aber bevor ich das mache, möchte ich euch nochmal sagen, dass sie auch jeden Tag ein Adventskalender-Video zeigt. Und da seht ihr unter anderem, was sie von mir bekommen hat. Also schaut auf jeden Fall bei ihr mal vorbei. Und jetzt öffne ich den Hinweis. Heute lautet der Hinweis Zauberstab und Krone. Und ich suche wieder das Päckchen. So, ich habe den Zauberstab und die Krone gefunden und heute ist es ein großes Päckchen. Und ich habe absolut keine Ahnung, was hier drin ist. Hier könnten, also irgendwas aus Papier auf jeden Fall, aber was genau? Hier scheint irgendwie, als wenn da was gestanzt wäre. Ich habe keine Ahnung, ich packe es einfach aus. Ui, hier sind Kartenrohlinge drin. Da lag ich ja gar nicht schlecht mit Papier und Karten. Und zwar zieht das von faltkarten.com. Ja, und da sind immer, ist immer so ein Set drin. Ich mache das gerade mal auf. Was dann so farblich auch ein bisschen zusammenpasst. Also immer hier drei Karten. Und hier kann man dann so was dahinter machen. Ja, die sind richtig schön. Und ich habe auch noch nie etwas von Faltkarten mir bestellt oder bekommen. Also ist das für mich auch ganz toll, das mal auszuprobieren. Dieses Set hier scheint fast dasselbe zu sein. Ach nee, da sind, ach, das sind hier die Karten. Und da sind die Umschläge dazu, wenn ich das richtig erkenne. Dann haben wir hier so eine kleine Karte und hier ist die Öffnung, dieses Format, also verschiedene Formate an Karten. Und das Papier ist wirklich sehr schön, also das fühlt sich richtig schön an. Dann hier so eine rechteckige und so eine ganz große. Und ich nehme an, dass hier einfach die passenden Umschläge dazu sind, zu den Karten. Das sieht mir zumindest so aus. Ja, meine Süße, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, du hast dich auch nicht so ganz an unsere Preisabmachung gehalten. Bei manchen Sachen habe ich das ehrlich gesagt auch nicht, weil das nicht so einfach ist, für 1 Euro pro Tag eine Sache zu finden. Aber ich glaube, du hast dich auch sehr oft nicht dran gehalten. Da bin ich froh, dass ich das auch nicht getan habe. Dann ist es, bleibt es gerecht. Ja, meine Liebe, die sind sehr, sehr schön. Die werde ich auf jeden Fall verbasteln. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und dann ist es schon wieder soweit. Die Verlosung naht. Und was ihr dieses Mal gewinnen könnt, war ja diese Karte hier. Und ich werde euch aber erst wieder zeigen, was es dieses Mal zu gewinnen gibt, bevor ich die Verlosung mache. Und heute ist es so ein Mixed-Media-Projekt, was ich gemacht habe. Und ich werde das mal ein bisschen von näher zeigen, dass ihr mal seht, was man darauf alles so entdecken kann. Hier sind viele Schmetterlinge drauf, Blümchen. Hier in der Mitte habe ich noch so ein Klebebordüre drauf gemacht. Das erkennt man nicht ganz so gut auf dem Papier, weil man sieht es glitzern. Und am Rand schimmert das so schön. Und so einen schimmernden Schmetterling und ja, eben einige Sachen drauf geklebt. Und ihr seht, hier oben steht Inspiriere. Und ja, genau dafür habe ich mir das gedacht. Es soll euch einfach inspirieren. Also ich hatte es hier eine Zeit lang in meinem Regal stehen. Und wenn ich da hingucke, ich glaube, es wird mir auch fehlen,
weil ich mir das wirklich gerne angeschaut habe. Und manchmal, wenn mein Kopf so ganz leer war und ich einfach keine Ideen hatte, was ich Schönes basteln kann, manchmal hat man das ja, dann habe ich mir das eine Weile von Weitem angeschaut und dann ist mir eigentlich immer was eingefallen. Und ja, ich dachte mir, dass ich das gerne weiter verschenken möchte. Und ja, ich hoffe, dass es euch genauso inspiriert, wie es mich inspiriert hat. Wie ihr das gewinnen könnt, wisst ihr mittlerweile. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren und einen Kommentar schreiben und schon wandert ihr in den Lostopf. Wie immer gilt die Verlosung bis 23 Uhr und alle Kommentare, die danach kommen, wandern leider nicht mehr mit in den Lostopf. Also kommentiert fleißig, ich wünsche euch viel Glück. Ihr Lieben, wir kommen zur Verlosung und ich habe alle Lose vorbereitet und ich habe heute mal neue Lose gemacht, weil die anderen schon sowas von zerknittert waren. Und mitgemacht haben Rabea, Christine Otto, Ice Angel und Gold Body. Und meine liebe Miss Fruchteis hat heute für euch verzichtet, weil sie ja die erste Karte schon gewonnen hat. Und deswegen seid heute nur ihr im Lostopf. Ja, ich muss gerade schnell alle falten. Ich bemühe mich, das ein bisschen fixer zu machen, aber wenn sie nicht vorgeknickt sind, dauert es ein Momentchen länger. Aber so bleibt es spannender, gell? So. So, alle Lose sind im Topf und es wird wieder geschüttelt. Und wir nehmen die goldene Mitte. Und gewonnen hat Rabea. Herzlichen Glückwunsch. Das dürfte dein zweites Teil sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir haben ja schon miteinander geschrieben und die Infos hast du ja schon und ich weiß gar nicht, ob du mir deine Adresse schon geschickt hattest oder nicht, aber es hat ja noch ein wenig Zeit. Ansonsten schreibe ich dir einfach nochmal. Ja, ihr Lieben, achso, ich zeige nochmal, was du überhaupt gewonnen hattest. Du weißt es bestimmt noch, das ist diese Karte hier und die packe ich zu deinem anderen Gewinn dazu. Ja, ihr Süßen, das war's mit dem Video für heute. Und wir sehen uns morgen schon wieder. Macht's gut. Tschüss.